Hallo zusammen, willkommen zurück bei Night of the Dead. Heute geht es dem Hinweis J5 auf die Spur. Wir finden diesen in dem Fabrikgebäude. Ich kann es euch mal eben zeigen. Und zwar, wenn wir uns die Map anschauen, die ist jetzt ziemlich am Rand der Karte, finden wir den Hinweis. Unser Bauplatz befindet sich hier ziemlich zentral. Hier war auch das Krankenhaus, die U-Bahn und die Schule in der Nähe. Und jetzt geht es etwas weiter weg. J5. Wir sollen in das Fabrikgebäude. Und da gibt es wieder die benötigten Gegenstände, die noch fehlen, um dann ja die Apparatur, den Funkmast zu bauen, um Hilfe zu rufen, um die Insel zu verlassen. Und um das Spiel zu beenden. Ja, würde ich sagen, wir machen heute mal los. Da hinten sehen wir ja schon Fabrikschornsteine. Oben im Kompass, da habe ich jetzt die Markierung gesetzt. Das graue Icon, da ist unser Weg. Und ich sehe gerade, hier ist eine große Wand. Hier müssen wir erstmal den Weg hineinfinden. Gut, das sieht, sag mal, es sieht hart aus, also nicht leicht. Gar nicht gut mit ungeladener Waffe. Oh Mann, jetzt sind wir ja aus dem Trott raus. Okay. Oh, jetzt sind wir wieder drin. So, okay, wartet mal. Dann nehmen wir nochmal die Waffe in die Hand. Jetzt ist sie wieder vollgeladen. Und dann essen wir noch ein Stückchen Fleisch, um wieder Energie zu tanken. Weiter geht's. Es ist schon noch ein Stückchen zu laufen. Wow, guckt mal, wer da läuft. Richtig harter Gegner, der Fleischer. Ich würde sagen, wir lassen unsere Keule hier in der Hand. Tatsache, wir müssen da echt rein, so wie das aussieht. An dem vorbei. So, würde ich sagen, wir machen erstmal den weg hier. Ah, da kommt er schon. Los, da nehmen wir das Gewehr. Das ist mir einfach zu hart. Oha, guckt mal, mein Lebenswert. Der hat echt viel Schaden gemacht mit seinem Messer. Aber kein Problem, wir haben noch 11 von den Energieriegeln dabei. Man findet die ja immer wieder und ich nutze die echt so selten. Richtiges Paradies zum Looten. Da sind wir aber heute nicht dafür da. Heute wollen wir ins Fabrikgebäude. So, lasst uns mal eben schauen, dass wir ins richtige Gebäude gehen. Schauen wir mal ganz kurz die Koordinaten nach. Und zwar 22, 5, 5, 7, 18. So, 7. 7, 18. Müsste passen. Und 22, 5. Hier so, hier genau müsste es sein. Okay. Das mir nicht unnötig, die falschen Hallen durchsuchen. Boss, daneben!
Futsch, weg ist er. So, wir müssen. Moment. Wir sind. Nee, wir sind noch nicht am Ziel. Wir müssen noch ein Gebäude weiter. Gott, guckt euch das mal an. Was da drin los ist. So, zeigt mir an, dieses Gebäude. Dieses Gebäude müsste es sein. Ich nehme mal jetzt einen Energieriegel. Nicht, dass wir jetzt noch sterben. Die Keule macht eigentlich richtig gut Schaden. Die sind halt echt schwer hier, die Gegner. Also das ist wirklich Endgebiet hier. Der da ist auch nicht ohne. So, wir haben noch die Armbrust mit und 10 Bolzen. So, letzte Bolzen. Oh, der ist wirklich schnell. So, da haben wir den auch noch. Gucken wir mal, ob noch ein paar Bolzen bauen können. Ja. Okay, gebaut. Sind wir jetzt am richtigen Gebäude? Ich würde sagen, ja. Es zeigt in diese Richtung, aber es ist ja nur die Markierung des Gebäudes. Ah! Ist echt wahrscheinlich, dass der Kopf wegfliegt, wenn man die in den Kopf trifft. Wenn man sie trifft. So, 13 Pfeile.
Ja, wenn er nicht so wackeln würde, würden wir den auch treffen. So, neun Pfeile. Lass uns mal noch ein paar bauen. Bolzen. So, jetzt sind die Stöcker alle. Könnte man draußen holen, aber ich denke mal, die 30 Pfeile, die sollten jetzt reichen. So, wir machen erstmal komplett alle nieder hier drin. Lass mir erstmal Ruhe haben. So, unten hätten wir gesäubert. Machen wir oben noch eine Runde und dann denke ich mal, dass wir auch oben hier die benötigten Materialien finden. Ullaula. So, wir rennen erstmal eine Runde. Dass wir ja nichts übersehen. So, ein grauer Trainingsanzug. Das ist mal was Neues. Mal an. Ah, gut. Oder? Sieht doch schick aus? Ich weiß nicht. Ich hoffe mal, dass wir im richtigen Gebäude sind. Ja, hier drüben hat man schon wieder eine Wand und dann würde ich nämlich fast meinen, dass wir daneben schon zu weit wären. Von der Markierung her.
Wir wissen ja, meistens liegen die Items direkt auf einem Tisch rum. Sieht nicht so gut aus hier drin. Ja, ich glaube, das war umsonst. Ich glaube, hier drin sind wir verkehrt. Ja, was heißt umsonst? Wir haben ja noch gut was gesammelt. So ist es ja nicht. Tatsache. Jetzt muss ich noch mal schauen. Lässt mir jetzt keine Ruhe. Im letzten Fabrikgebäude. Hier haben wir eine Zeichnung. So. Mal sehen, ob man das ableiten können. Hier, an dem hier eigentlich. Wir sind in dem. Okay. Das heißt einfach das Gebäude auf der anderen Seite. Kommt denn er ja hier? Der leichteste macht uns hier Sorgen. So, wir brauchen erstmal ein paar Äste, dass wir noch Bolzen bauen können. Wir haben noch das ganze Loot liegen lassen. Ja, 50 Stück. Ja, hier müssen wir rein. Dann gehen wir hier mal rein. So, ich würde sagen, wir speichern mal eben. Dann gehen wir mal rein hier. Mann, oh Mann. Der war mal nicht ohne. Wir gucken mal, wir haben noch einen gerösteten Vogel. Den gönnen wir uns jetzt.
Eigentlich ist es ja recht leicht hier drin. Da war die andere Halle schon deutlich schwerer. Hier haben wir es liegen. Morsezeichengerät und einen weiteren Hinweis. Weiteren Hinweis. Gucken wir uns doch so gleich an. J6, das geht tatsächlich weiter. Gefängnis. J6 geht im Gefängnis weiter. Ich dachte wirklich schon, dass wir jetzt am Ende sind, aber nun gut. Dann müssen wir noch mal ins Gefängnis. Und das klingt wirklich interessant. Ja, hier gibt es noch einiges zu looten. Ich würde das jetzt mal tun. Und wir schauen auf die Uhrzeit. Da ich jetzt zurückgelaufen bin, würde ich sagen, da können wir uns dann schon auf die nächste Welle wieder vorbereiten. Und bis dahin hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Bis später.